Pfaffenhofen wird Ihnen präsentiert von der Lejeune Akademie München. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen, Stefanie zu Guttenberg. Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein. Frau zu Guttenberg, Sie sind selber Start-up-Unternehmerin, Sie kennen die Chancen und Risiken der Digitalisierung und haben jetzt ein Buch herausgebracht mit dem Titel Wir können das besser. Was hat Sie dazu gebracht, dieses Buch rauszubringen? Also meine Motivation war, nach 10 Jahren, gut, das Thema Bildung und Erziehung sozusagen ist ja schon circa 20 Jahre mein Thema. Aber meine Motivation für dieses Buch war, dass ich nach 10 Jahren nach Amerika zurückgekommen bin, nach Deutschland, auch mit meiner Firma und gesehen habe, mal wieder in deutsche Schulen gegangen bin und mich hat da fast der Schlag getroffen, weil ich bin angekommen in Schulräumen und Schulen, die genauso aussehen wie der Zeit, wo ich in die Schule gegangen bin. Und das hat mich deswegen sehr erschreckt und erschrocken, weil das Thema Digitalität überhaupt gar nicht Einzug gehalten hat. Das finde ich insofern sehr beunruhigend, weil die ganze Welt um uns herum ist digital. Wir nutzen die digitalen Medien jeden Tag. Und das nicht in die Schulbildung vollends zu integrieren und die Kinder von klein auf richtig und gut sozusagen an dieses Thema heranzuführen und auch sozusagen den Umgang mit den digitalen Medien zu lernen, in all seinen positiven, aber auch natürlich seinen negativen Seiten, kreiert Wettbewerbsnachteile, die ich für ein Land ohne natürliche Ressourcen schwierig finde. Und das war so ein bisschen meine Motivation, zu sagen, hey, hier sind so viele kluge Köpfe in diesem Land und im Übrigen, ich sehe sie ja sehr viel, die Kinder und Jugendlichen in Schulen, ja. Da sind tolle Kids am Start und die versäumen wir abzuholen in ihrer Lebensrealität und machen sie nicht so fit für die Zukunft, wie sie es eigentlich verdienen. Ja, also als ich jetzt so mal angefangen habe, Ihr Buch zu lesen und so auf den ersten Seiten, habe ich mich gefragt, warum ist es Ihnen wichtig zu sagen, als Blondine in High Heels, warum ist es Ihnen da wichtig, deutlich zu machen, dass Sie einen Rasenmäher reparieren können und eben auch technisch begabt sind? Was hat Sie dazu motiviert, das herauszustreichen? Ja, ich glaube, das ist einfach nur also ein bisschen die unterschiedlichen Perspektiven derer, der ich bin. Das ist keine reine abstrakte Berufserfahrung, die da einfließt in dieses Buch, sondern es sind auch einige persönliche Betrachtungsweisen und sozusagen, dass ich sozusagen einen Blickwinkel auf die Dinge habe, die auch sozusagen von einer ganz persönlichen Natur herkommen. Und dass ich einfach ein Technikfreak bin, ja, das ist einfach so. Das ist etwas, was zu mir gehört und deswegen da reingekommen ist. Aber es ist Ihnen schon wichtig, dass das die Menschheit versteht, ja, dass also da mehr dahinter steckt und Ihnen das eben wichtig ist, das auch nochmal rauszustreichen. Lustigerweise sehe ich das nicht so als ein wahnsinniges Herausstreichen. Ich habe das nicht so empfunden, dass es reine die Beschreibung einer Motivation und dann so ein bisschen Beschreibung der unterschiedlichen Perspektiven, die ich habe. Ja. Also ich habe das gar nicht so empfunden, als dass ich da irgendwie was Wahnsinniges rausstreiche, also rausheben muss. Aber hat es Sie nicht gewundert, irgendwie, dass in Ihrem Buch gerade die Stellen in der Boulevardpresse zu Schlagzeilen wurden, in denen es um Ihren unerfüllten Kinderwunsch ging? Denn das ist ja eigentlich nur eine Randbemerkung in Ihrem Buch. Es geht Ihnen ja eigentlich in dem Buch um was ganz anderes. Es geht mir um ganz was anderes. Diese Themen, die da so rausgeholt wurden, finden ja auf circa 2 Seiten von 200 statt. Was da so gemacht wird, bin ich gar nicht mehr erstaunt über irgendwas. Es tut mir insofern leid, als dass das Thema mir ein sehr wichtiges ist und ich glaube, dass Deutschland sich diesem Thema wirklich, wirklich stellen sollte, weil das Thema Bildung müsste eine unserer Primärbaustellen sein. Ja,
Lassen Sie uns noch einmal kurz zurückblicken, um einfach nochmal zu verstehen, was Sie so in den letzten Jahren auch gemacht haben. Sie und Ihr Mann sind zunächst, und ich erinnere mich da sehr gut dran, als ja die deutschen Kennedys wahrgenommen worden. Ich habe Sie einmal in Bayreuth erlebt, und wie die Menschen auf Sie reagiert haben. Das fand ich einfach, ich fand das eigentlich sehr positiv. Und dann aber kam für Sie eben der tiefe Fall, da Ihr Mann, unser Ex-Verteidigungsminister, bei seiner Doktorarbeit abgeschrieben hat. Und dann haben Sie einen ungeheuren Shitstorm im Internet ertragen müssen, von dem ich der Meinung bin, dass er völlig überzogen war. Was mich da interessiert ist, wie sind Sie damals mit dieser Krise umgegangen? Das, was das Wort Shitstorm schon sagt, übersetzt, ein Sturm voller Scheiße. Klar, da gab es unterschiedliche Gründe dafür. Aber heute ist es ja so, dass jeder theoretisch mal in Anführungsstrichen selbst auch persönlich in so einen Shitstorm geraten kann, weil wir auch viel auf den sozialen Medien unterwegs sind, weil wir uns äußern und Meinungen beitragen öffentlich. Und das geht dann plötzlich sehr schnell. Und da findet man sich wieder in einem Strudel von Kommentaren und Dingen, die man nicht mehr unter Kontrolle hat. Und das macht etwas mit einem. Und jetzt bei uns war das natürlich sehr extrem und war, wie es war. Und einer der sehr richtigen Schritte war damals sozusagen auch zu sagen, man geht jetzt mal eine Zeit lang raus aus diesem Sturm. Und das war, und das weiß ich, das bin ich auch bewusst, ist eine privilegierte Situation zu sagen, man verlässt jetzt mal den Ort. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich kann jedem raten und auch, da muss man natürlich dazu sagen, mir ist es jetzt als erwachsene Frau passiert. Wenn wir über Kinder und Jugendliche reden, die vielleicht etwas weniger gefestigt sind und sowieso in einer nicht ganz einfachen Lebensphase, zum Beispiel Teenager sind, ist das natürlich eine brutale Kraft, die da wirkt. Und da brauchen sie dringend die Hilfe von Erwachsenen und Hilfsangeboten und auch sehr klaren Strukturen, die ihnen Lösungswege und auch Auswege aufzeigen. Ja, Sie sind dann nach Amerika gegangen, weit weg, aber das Internet verfolgt dann ja überall hin. Haben Sie dann mal gesagt, also ich stelle das Internet jetzt einfach mal ab, ich gucke da nicht mehr rein, ich halte das nicht mehr aus? Also das Internet abgestellt habe ich, glaube ich, nie. Das ist schwierig, vor allem wenn man in Amerika lebt, wo alles noch viel digitaler ist als hier. Aber ich habe gewiss, ich habe sehr wohl, ich habe viele Sachen. Ich lese es auch bis heute nicht mehr. Ich nehme konstruktive Kritik an, hasserfüllte Kommentare und Ähnliches lese ich mir gar nicht durch. Das tue ich mir gar nicht an. Ich interagiere relativ wenig und wenn irgendwas nicht sozusagen, wenn irgendwas sozusagen sehr unqualifiziert und meistens kommt das dann irgendwie unter der Gürtellinie, da ist es sozusagen mein erlernter Selbstschutz, das brauche ich nicht, das lese ich nicht. Und wenn es wirklich relevant ist, weil sozusagen vom inhaltlich irgendwas wirklich schwierig ist oder gar eine Drohung drin ist oder so, dann gebe ich das an jemanden, der mir dann hilft, sozusagen das anzugehen. Ja, da Ihnen ja das Thema Kinder auch sehr wichtig ist, wie die im Internet umgehen, ist es natürlich auch interessant, wie Sie mit Ihren Kindern umgegangen sind, als Sie sozusagen die volle Wucht des Shitstorms sozusagen erreicht hat. Was haben Sie Ihren Kindern geraten? Da sind Sie ja nicht die Einzige, die das erlebt und Kinder hat. Und deshalb ist ganz interessant, wie haben Sie das gemacht? Also, es ist natürlich ein bisschen, es kommt sich ein bisschen darauf an, wer das erlebt und wie alt die Kinder dabei sind. Meine waren ja noch relativ jung und in meinem Fall konnte ich einfach sagen, es gab keine Zeitungen zu Hause und der Fernseher wurde nicht angemacht. Und trotzdem haben sie natürlich Teile davon mitbekommen, ob es ein Radio ist oder in der Schule damals, muss ich sagen, waren sie auf einer relativ, also in einer tollen Grundschule, wo sie keine schlechten Erfahrungen gemacht haben. Die haben sich ganz toll verhalten. Und zu Hause habe ich versucht, das Thema Medien komplett rauszulassen, dass es eben möglichst wenig, wo sie möglichst wenig sehen können.
Natürlich, wenn die Kinder älter sind, ungrad viel schwerer. Und dazu reden wir natürlich auch noch von einer Zeit damals, das Thema Smartphone war irgendwie 3 Jahre alt. Also die Zeiten haben sich ja digital massiv verändert seitdem. Ja. Ja. Und auch das Thema Social Media war natürlich noch nicht so ausgeprägt wie heute. Viele Plattformen gab es noch gar nicht. Also ein bisschen eine andere Situation, obwohl es in Anführungsstrichen nur 11 Jahre her ist. Ja. Vielleicht abschließend zu diesem Shitstorm-Thema. Was sagen Sie denn den Leuten, die behaupten, dass eigentlich jeder selber daran schuld ist, wenn er einen Shitstorm abbekommt? Ja, das weiß ich nicht. Das ist zu einem Teil mag das stimmen, aber die Frage ist ja immer, und das ist auch etwas, was ich fordere im Buch, ist, wie gehen wir überhaupt miteinander um? Ja. Und ganz ehrlich, so wenig wie wir uns erlauben können, jemanden schwer auf der Straße zu beleidigen, ohne eine Anzeige zu kassieren, müssen wir uns auch überlegen, wie gehen wir überhaupt miteinander auch im Netz um. Weil, und deswegen sind ja auch einige persönliche Beispiele in meinem Buch, man weiß nie, das ist ja immer noch ein Mensch, der irgendwo diese Nachricht empfängt, dann einfach vermeintlich anonym in so ein Gerät haut, wenn es an jemanden adressiert ist. Und dieses digitale Miteinander, die viel gerühmte Netiquette, ist etwas, was in meinen Augen ganz dringend von ganz klein auf in Schulen und im Unterricht verankert werden muss. Weil ganz ehrlich, warum so, bringen wir unseren Kindern bei, dass sie höflich guten Tag sagen und auch gerne mal Danke und Bitte und auf Wiedersehen? Und im Internet dürfen sie sich verhalten wie Rowdies. Das stimmt natürlich hinten und vorne nicht. Und viele Taten, die digital passieren, haben Konsequenzen im realen Leben und das müssen Kinder auch lernen. Dieses, was Kinder lernen müssen, das ist ja auch so ein Teil in Ihrem Buch, den Sie ansprechen. Und Sie sprechen davon, was wissen wir als Eltern, was auf den Bildschirmen der Kinder flimmert. Und wie soll die Kontrolle der Eltern sich da einbringen. Ist das überhaupt realistisch, beziehungsweise brauchen Eltern da nicht ungeheuer viel Zeit, die sie mit ihren Kindern verbringen müssen, um da so eine sinnvolle Nutzung irgendwie einzuleiten? Es tut mir leid, jetzt hat hier irgendjemand geklingelt. Das macht nichts. Wenn Sie nicht die Tür aufmachen müssen, dann können wir auch noch Nein, muss ich weiter. nicht, muss ich nicht, muss ich nicht. Naja, also Beziehungen mit Kindern und Erziehung von eigenen Kindern war und ist schon immer zeitaufwendig gewesen. Und das ist auch nicht erst seit gestern so. Und ganz ehrlich, sich für die Lebensrealität seiner Kinder zu interessieren, ist für mich quasi ein Grundbaustein von Kindererziehung. Sich zu überlegen, was ist das, was meine Kinder bewegt, womit spielen sie? Also früher war das, keine Ahnung, von dem Spielzeug zum Gameboy, unterschiedlichste Sachen, mit denen man sich auseinandersetzen musste. Ob sie einem jetzt selber gefallen oder nicht, ist dabei vielleicht irrelevant. Die digitale Realität ist um uns herum jeden Tag. Wir selber sind ja die allerbesten Beispiele, hängen ja selber sehr viel vor unseren eigenen Geräten und müssen uns dabei natürlich überlegen, was für Vorbilder sind wir? Und was wollen wir, wie wollen wir damit in einer Familie umgehen? Und damit muss es automatisch Teil einer Auseinandersetzung innerhalb der Familie sein und einer Frage, wie wollen wir das handhaben? Und das ist ganz wichtig, das müsste eigentlich selbstverständlich sein. Ja, naja gut, manche Eltern haben halt weniger Zeit, weil halt beide arbeiten und dann ist natürlich ist schwierig, den ganzen Tag die Kontrolle über dieses Ding irgendwie bei den Kindern zu haben. Wie haben Sie denn das eigentlich gemacht bei Ihren eigenen Kindern? Ab wann waren Sie sich sicher, dass Sie jetzt alt genug sind, um ein Handy zu haben und auch ja, einfach erwachsen genug, um es so zu nutzen, wie Sie sich das wünschen? Also ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, es geht doch darum, Kinder
oder unser Ziel sollte doch sein, Kinder als selbstständige Menschen in diese und gut vorbereitete Menschen in diese Welt zu entlassen. Und sozusagen, wir brauchen die ganze Zeit eine Mega-Kontrolle über diese Geräte, ist, glaube ich, sowieso nicht zielführend. Im Übrigen wird Ihnen das nicht gelingen, weil wenn Sie diese Mega-Kontrolle fahren, dann finden die Kinder alle möglichen Wege, um dieser Kontrolle zu entgehen. Da sind die nämlich besser als wir. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sehr früh anfängt mit dem Thema digitale Medien, dass man das spielerisch anfängt, dass man darüber redet, dass wie diese Geräte funktionieren, wie man auch selber damit umgeht. Die ersten Handy-Themen, das gehe ich ja sehr detailliert in meinem Buch ein, weil das auch nicht einfach eine Frage ist, die man pauschal beantwortet. Das kommt sehr darauf an, wie alt das Kind ist, wie reif das Kind ist, wie verantwortungsbewusst es ist. Manche Kinder sind schon viel ein bisschen weiter in ihrer Entwicklung als andere. Dann ist die Frage der Eltern, was will ich eigentlich von diesem Handy? Also will ich, ist das ein reiner Sicherheitsaspekt? Will ich einfach nur, dass du mich anrufen kannst und mir sagen kannst, dass du heute bei Lisa übernachtest, oder will ich mehr davon? Aber das ist, glaube ich, ziemlich illusorisch, ne? Dass man seinem Kind ein Handy gibt und sagt, damit darfst du mich nur anrufen, wenn all die anderen Möglichkeiten bestehen. Nee, das kommt darauf an, ob Sie Ihrem ob Sie Ihrem Kind sofort ein Smartphone schenken oder einfach ein Kindertelefon oder eins, was irgendwie alt ist und wirklich nur telefonieren kann und vielleicht ein Spiel drauf hat. Das ist ein großer Unterschied, das können Sie alles machen. Ja, klar. Ja, klar. Nur der Druck unter den Kindern ist natürlich auch ein sehr großer. Weil wenn der eine sagt, ich habe ein solches Handy, mit dem ich also alles Mögliche im Internet machen kann, und das eigene Kind sagt, die haben das alle, warum habe ich das nicht? Den Druck kennen Sie sicher Das ist sicher so. Während diesem Druck empfehle ich immer so ein bisschen einen Reality-Check zu unterziehen. Weil manchmal ist dieses, aber Thomas sagt, die haben alle und er ist die ganze Nacht wach und spielt nur, keine Ahnung, Fortnite. Einfach mal den Hörer in die Hand zu nehmen und die Mutter von Thomas anzurufen und zu fragen, sag mal, stimmt das? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses alle und ständig und jeder auch nicht immer der Wahrheit entspricht. Und abgesehen davon sollte man sich dennoch, unabhängig von allen anderen, was sehr selten wahr ist, überlegen, wie handhaben wir das in unserer eigenen Familie. Den Kindern die Geräte zu entziehen oder vorzuenthalten, ist auf jeden Fall nicht richtig. Denn es ist die Art und Weise, wie diese Generation miteinander kommuniziert. Man macht sie damit zu Außenseitern. Und das ist etwas, was man nicht will. Es geht wirklich darum, wie fängt man an, wie findet man den Einstieg. Da sind auch viele Tipps und Ratschläge, wenn man so will, in meinem Buch dazu. Und wie geht man dann da weiter vorwärts? Und dass man das ihnen vorenthält, also das wird auf keinen Fall funktionieren. Und das ist auch in meinen Augen der total falsche Weg. Weil es geht ja darum, dass wir ihnen beibringen, wie man damit umgeht und wie man auch damit lebt. Und wie man dann idealerweise auch irgendwann mal eine gute Balance findet, dass es einen nicht total stresst, was natürlich trotzdem immer vorkommen kann, aber dass man sozusagen für sich selber irgendwann sieht, okay, das ist sozusagen der Weg, den ich mit den digitalen Medien gehen möchte. Haben Sie eigentlich eine Social-Media-Plattform, die Ihrer Meinung nach sogar wichtig ist für Kinder, wo Sie sagen, das ist super, wenn mein Kind sich auf dieser Plattform bewegt? Das kann man nicht so pauschal beantworten, weil das kommt sehr aufs Alter der Kinder an und manchmal auch sozusagen auch sogar aufs Geschlecht, weil manche Jungs zum Beispiel, die gerne Computerspiele spielen, die kommunizieren viel über die Chat-Funktionen bei Spielen. Und das tun die dann nicht immer nur mit nur Fremden, sondern auch wirklich mit ihren Freunden und Klassenkameraden, die dasselbe. Also das ist wirklich dann auch eine Kommunikationsplattform. Bei Mädchen wird das vielleicht ein bisschen anders gelagert sein. Da geht es dann mehr in Richtung Instagram. Es poppen ja auch immer wieder neue Plattformen auf. Eine der neuesten Plattformen heißt BeReal. Finde ich insofern ganz spannend, als dass man da nur 2 Minuten hat und keine Filter drauflegen kann und das sozusagen immer nur einen Ausschnitt aus dem Tag zeigt, der total real ist, ohne irgendeine Bildbearbeitungssoftware oder sowas verwenden zu können. Es ist nämlich auch zeitmäßig unabhängig. Also man weiß nicht, wann diese Nachricht bekommt, man kommt. Das geht momentan durch viele Jugendliche haben das inzwischen, was ich eine spannende Bewegung finde, weil sie offensichtlich zeigt,
dass die junge Generation nach etwas sucht, was nicht filterbeladen und vollkommen fake ist, sondern tatsächlich sich etwas selber ausgedacht hat, wo mehr Echtheit zu sehen ist. Und das finde ich zum Beispiel ganz spannend. Vielleicht eine Ablösung von TikTok. Vielleicht eine Ablösung oder einfach ein weiteres Tool, aber offensichtlich zeigt es, dass Jugendliche durchaus sozusagen die das Verlangen oder irgendwie auch die Sehnsucht danach haben, dass etwas eben tatsächlich einen realen Lebensausschnitt zeigt und nicht alles bearbeitet ist. Und weil sie auch immer sozusagen vielleicht ein bisschen übersättigt sind von dem, was alles sozusagen so fake ist. Ich finde das immer so ganz spannend, weil die sind schon ganz klug da unterwegs. Ich finde das immer cool zu sehen. Ja, dazu passt vielleicht, was ich ganz interessant finde, da gab es eine Studie, auf die Sie sich beziehen, dass eben 80% der Schüler sehr viel motivierter sind, wenn in den Klassenräumen digitale Angebote gemacht werden und sie sich eben nicht mit alten Büchern auseinandersetzen müssen. Und dieses. Ich bin ja auch, also ich bin ja mit einer Amerikanerin verheiratet und wenn sie sich diese Bücher anguckt, eben dieses Verstaubte auch, worüber sie sprechen, dann sagt sie einfach mal ganz mutig, ein paar Seiten rausreißen und vielleicht mal mit neuen Seiten zu ersetzen. Aber diese Angst vor den Kultusministern, die scheint, oder die Angst der Kultusminister, die scheint ungeheuer groß zu sein, um da mal so richtig reinzugehen und neue Themen den Schülern anzubieten. In Ich kann es Ihnen auch nicht genau erklären. Das Thema Bildung in Deutschland ist wie so ein Tanker. Und diesen Tanker zu wenden, ich hoffe immer, ich sage immer laut, ich hoffe, dass der nicht schon auf Grund gelaufen ist, dieser Tanker, weil dann wird das Wenden noch viel schwieriger. Aber es ist offensichtlich nicht genug Bewusstsein in unserem Land, wie unfassbar wichtig das Thema Bildung für uns sein wird in die Zukunft hinein. Und natürlich sind Entscheidungen, die im Bildungsbereich getroffen werden, die berücksichtigen nicht immer, und das geht jetzt mal in Richtung Politik, nicht immer den nächsten Wahltag, der immer sehr viel schneller da ist als irgendeine Entscheidung, die sozusagen wirklich wichtig in die Zukunft gesetzt wird. Das Thema Bildung muss dringend reformiert werden. Das wird nicht so schnell gehen. Aber es braucht von der Gesamtgesellschaft in meinen Augen wirklich einen Ruck und einen Druck und ein Aufzeigen, dass dieses Thema ernster genommen wird. Weil irgendwie kommt Bildung immer so hinten an und dabei müsste es eine unserer Hauptanliegen sein, unsere neuen Generationen gut auszubilden. Jetzt haben Sie lange in Amerika gelebt. Was machen die Amerikaner oder woran könnten wir uns orientieren, wie es vielleicht in Amerika besser läuft oder auch irgendwo anders, wo Sie vielleicht, Sie haben das ja sehr intensiv recherchiert, wo man sich also wirklich Vorbilder zunutze machen könnte, gerade was schulische Bildung anbelangt in der digitalen Welt. Also ich glaube, man muss ja, die Amerikaner haben ja auch ihre eigenen Probleme mit dem Thema Bildung. Aber die Amerikaner sind natürlich sehr zukunftsgewandt und sie sind äußerst wettbewerbsorientiert. Und sie haben sehr schnell verstanden, dass sozusagen das Thema gute Bildung mit den Zukunfts sozusagen Technologien den Wettbewerb von morgen gestalten wird. Und damit sozusagen finden Sie in jeder einzelnen Schule Digitalität rauf und runter. Da hat man Punkt eins. Punkt zwei, wir müssen nicht nur nach Amerika gucken. Unsere europäischen Nachbarn haben sich sehr viel besser aufgestellt als wir. Ob man jetzt nach Dänemark guckt, wo 90% der Schüler jeden Tag digitale Medien benutzen und auch alle ausgestattet sind. Ob das die Holländer sind, die momentan schon seit einiger Zeit ihre kompletten Lehrpläne an die Neuzeit anpassen. Also ich glaube, es hilft auf jeden Fall sozusagen, man muss ja auch nicht immer das Rad neu erfinden, also Best Practices einzuholen, zu sehen, wie haben es die anderen gemacht und wo funktioniert es wirklich gut und was können wir daraus lernen und bitte eben nicht erst in 25 Jahren umsetzen, weil das haben wir jetzt schon 20 Jahre verschlafen.
Ja, absolut. Also meine Hoffnung war so ein bisschen, dass die Corona-Krise die Digitalisierung in unserem Land, auch in den Schulen so ein bisschen vorantreibt. Das, was meiner Meinung nach die Corona-Krise wirklich erreicht hat, ist, dass sie diese Defizite aufgezeigt hat, in unserem Land. Haben Sie das Gefühl, dass sich aber dann vielleicht doch irgendwas durch diese Corona-Krise verbessert hat, außer dass wir alle kapiert haben, da ist ein riesiger Bedarf? Ich glaube, das ist, hat auf jeden Fall was gemacht mit dem Bewusstsein in Deutschland. Also es haben viel mehr Eltern schmerzlich erfahren müssen, was es heißt, dass man eben nicht gut ausgestattet ist, sich nicht gut aufgestellt ist, außer einige wenige Leuchtturmschulen, die das gut gemacht haben, was das dann zu Hause bedeutet hat, nämlich einen wahnsinnigen Stress für alle, für Eltern und die Kinder. Was sehr viel leichter gewesen wäre, wenn das vorher besser aufgestellt gewesen wäre. In einer Krisensituation muss man jetzt dazu sagen, ja, diese Corona-Lockdowns ja eindeutig waren. Ich glaube, es wäre eine einzigartige Chance, das zum Anlass zu nehmen und zu sagen, jetzt müssen wir wirklich, wirklich ran. Meine Sorge dabei war immer so ein bisschen, dass wir aus lauter Glückseligkeit, dass wir endlich wieder sozusagen die Schulen öffnen und die Kinder wieder in die Schule gehen und einfach so dankbar dafür sind, dass wir sagen, also Hauptsache, die Schulen sind wieder auf und wir können die Schüler wieder zurückgehen. Aber die Notwendigkeit dann so ein bisschen außer Acht lassen, dass wirklich sich dringend die Dinge verändern müssen. Aber mit allen Eltern, die mit Kindern zu tun haben oder ihre Kinder im schulpflichtigen Alter haben, die sind alle. Viele sind entsetzt und traurig und wütend und dieses Momentum müsste man nutzen, auch wenn es sozusagen träge und schwer scheint. Aber ich glaube halt fest daran, dass sozusagen in eine Menge und einer Masse hinein man da auch was bewegen kann. Im Übrigen habe ich auch gesehen, dass man auch versuchen kann, im eigenen kleinen Umfeld was zu bewegen. Also zu sagen, man nimmt sich vielleicht zwei, drei Firmen aus der Umgebung und macht mit anderen Eltern und sagt, und geht zu der eigenen Schule und sagt, wie können wir das jetzt vielleicht zum Beispiel auch einfach mal selbstständig vorwärts bringen? Und nicht immer ewig zu warten, sondern auch Eigeninitiative zu zeigen. Das Das ist finde ich im Übrigen. sehr amerikanisch und ist sicherlich etwas, was in Deutschland noch brach liegt. Also dieses selbst nach vorne gehen und nicht nur von der Politik zu erwarten, dass die jetzt was ändern. Was ich ganz wichtig finde, und in Ihrem Buch, Sie stellen da 10 wichtige Forderungen. Ich wollte mal 3 herausnehmen, damit wir wenigstens mal über 3 kurz gesprochen haben, die eigentlich erschütternd sind. Also sie fordern WLAN an allen Schulen und Endgeräten für alle Schüler. Ich meine, das ist sowas, dass jemand überhaupt eine solche Forderung im Jahr 2022 stellen muss, ist doch eigentlich unfassbar. Das ist unfassbar, so wie ich neulich gelesen habe, dass es wird dringend gesucht nach einem Namen für das sogenannte Digitalmaskottchen. Ganz ehrlich, dass wir ein Maskottchen brauchen für Digitalisierung, das zeigt schon, wie schlimm es steht. Ich finde das auch bitter. Also ich finde das bitter, wenn an 36% der deutschen Schulen WLAN ist. Wenn wir mit meiner Firma, unseren Camps, die wir durchführen mit digitaler Bildung in die Schulen gehen, dann bringen wir das Internet meist mit. Und das ist natürlich wirklich eine Grundvoraussetzung, in der ich absolutes Unverständnis habe, dass wir nicht einmal das geschafft haben. Ja, es ist wirklich, also man kann es gar nicht oft genug laut aussprechen, damit Ja. das nicht irgendwie in Vergessenheit gerät. Und Ihr dritter Punkt, über den wir schon ein bisschen gesprochen haben, das ist die Überarbeitung aller Lehrpläne. Also ich gebe Ihnen da völlig recht, wenn ich da manchmal in diese Bücher reingucke und mich frage, was anstelle von einzelnen Themen da abgedruckt werden könnte, dann bin ich manchmal entsetzt, was da heute noch gelehrt wird, anstelle von Dingen, die man im 21. Jahrhundert wirklich lernen müsste. Also der Punkt, der ist gut. Und ich meine, Ihr fünfter Punkt und der letzte, über den ich hier sprechen möchte, von Ihren 10 Punkten, der natürlich, alle 10 sind ungeheuer wichtig, aber das ist die Lehrerausbildung reformieren. Denn wie können
Schüler etwas von Lehrern lernen, wenn die Lehrer selber gar nicht mal wissen, wie es geht? Und eigentlich ist es ja heute so, dass die Schulkinder sowieso mehr wissen als die Lehrer. Ja, also ich meine, ich finde das unheimlich wichtig. Ich muss auch sagen, dass mir die Lehrer oft echt leid tun, weil von denen wird so unfassbar viel verlangt und es wurde ihnen so wenig sozusagen an die Hand gegeben, um was sie da alles leisten müssen. Und man kann nicht von einer einzelnen Person erwarten, dass sie dann gleichzeitig noch Medienkonzepte schreibt und gleichzeitig noch sich um alle digitalen Geräte kümmert. Das ist ja ein Irrsinn. Das funktioniert auch in keiner Firma so. Und das ist im Übrigen, nicht? Also wenn man einfach mal in die Wirtschaft guckt. Und das ist unendlich wichtig, dass im Lehramtsstudium kommen die digitalen Medien, glaube ich, von allen Studien am allerwenigsten zum Einsatz. Das ist eine katastrophal. Und wie sollen wir denn von ihnen verlangen, dass sie es integrieren, wenn wir ihnen nicht einmal die Chance geben, in ihrer eigenen Ausbildung das kennenzulernen und das auch anzuwenden? Es gibt auch, es gibt unheimlich tolle Lernplattformen, es gibt unheimlich tolle Softwaren, die im Übrigen auch die Arbeit der Lehrer vereinfachen können und auch sozusagen Zeit sparen und sogar in der Lage sind, auf unterschiedliche Qualifikationen und Begabungen der Kinder einzugehen, ohne sozusagen plötzlich ein großes Menge mehr Personal aufbieten zu müssen. Also da gibt es auch neben der viel beschriebenen Risiken unendliche Chancen. Die uns doch, die wir doch bitte anfangen mussten zu nutzen und unseren Lehrern auch an die Hand geben, anstatt irgendwie nur zu schimpfen. Genau, und Sie schimpfen nicht nur in diesem Buch, sondern Sie beschreiben auch eine Vision in Ihrem Buch. Einen Tag in einem perfekten digital, in einer perfekten digitalen Schule. Das können wir nicht alles durchsprechen, aber es liest sich wirklich traumhaft und allein aus diesem Grund ist Ihr Buch meiner Meinung nach sehr empfehlenswert, weil da mal beschrieben wird, wie es sein könnte. Vielen Dank. Ja. Teilweise auch schon ist. Ich habe diese Schulen schon kennengelernt. Ja. Also, ich meine, und ich sag einfach mal, es wäre so einfach, ja. Aber wir machen es anscheinend uns zu kompliziert. Sagen Sie, inwieweit sind Sie eigentlich persönlich von Jugendlichen inspiriert? Also, denn wir alle wissen ja, ab einem gewissen Alter ist man gewissen Jugendlichen, die das ganz automatisch bedienen, dieses Internet. Inwieweit lassen Sie sich von Jugendlichen inspirieren bei ihrer Arbeit? Täglich. Ich finde das unheimlich spannend. Ich habe mich mein ganzes Leben lang schon gerne mit jüngeren Generationen auseinandergesetzt. Es macht mir unheimlich viel Spaß. Es macht mir Spaß zu sehen, wie sie denken und wie sie agieren und wie sie die Welt sehen. Und deswegen komme ich eben auch zum Schluss, weil ich viel mit Jugendlichen zu tun habe, dass da echt eine Generation am Start ist, wo ich echt Hoffnung drin habe, weil die sind sich vieler Probleme bewusst, die sind überhaupt nicht irgendwie verblödet oder irgendwas, was wir ihnen gerne so als Alterwachsene andichten. Da sind einige ganz, ganz tolle junge Menschen am Start und die inspirieren mich jeden Tag und das ist deswegen versuche ich irgendwie zumindest einen Anteil zu haben, um dieses Thema weiter zu pushen, weil im Endeffekt ist es ja dann jetzt unsere Verantwortung, ihnen diesen Weg zu bereiten, damit sie anständig ausgebildet werden. Man hört von vielen Jugendlichen, dass sie gerne Influencer sein möchten. Wie ist da Ihre Erfahrung mit Influencern? Sollte man Jugendlichen empfehlen, versucht doch ein Influencer zu sein, egal auf welchem Gebiet? Nein, ich glaube, das muss man ihnen nicht empfehlen, aber man soll sich auch nicht davon abhalten, wenn sie es eine Zeit lang ausprobieren wollen, weil die Dinge, die sie dabei lernen und sehen, wie viel unfassbar viel Arbeit da reinfließt, wenn man das richtig machen möchte und wie viel Mühe das ist sozusagen. Aber es ist dann manchmal hören sie dann von alleine damit auf. Aber die machen da, die lernen da Dinge, also auch im Kreativen und auch sozusagen in diesem Bearbeiten der Social Media Software. Heute werden die Werbeetats alle in Richtung Social Media verlagert. Wenn sie jemanden, ein Kind bei sich haben, einen Jugendlichen haben, die sich extensiv damit beschäftigt, dann schafft die sich ihre eigenen guten Grundqualifikationen für einen späteren Job, weil das sind so Sachen, die Firmen dringend suchen. Ich kenne x Firmen, die mir sagen, sag mal, kennst du nicht irgendjemand, der
ein bisschen helfen könnte mit Social Media und so. Ja. Dafür sind diese Art Interessen und Hobbys, wenn die Jugendlichen dann verfolgen wollen, Gold wert. Und selbst wenn sie nicht der Mega-Influencer zum Schluss werden. Aber sie sammeln Erfahrungen, die total wichtig sind in die Zukunft hinein, später. Ja, wenn Sie so Firmen hören, die sagen, Mensch, wir brauchen dringend Leute, die Digital Natives sind und sich im Internet auskennen und da eben auch unsere Firma nach vorne bringen, haben Sie so das Gefühl, dass Deutschland die digitale Entwicklung eigentlich verpasst hat und auch nicht mehr aufholen kann, wenn Sie das sehen, was da in anderen Ländern passiert? Ich meine, von Google und von Microsoft und von Apple und so brauchen wir gar nicht anfangen zu reden. Der Zug ist abgefahren. Aber wo sehen Sie denn noch eine Chance für Deutschland, dass man im Internet eben doch noch eine Rolle spielt? Also das ist unheimlich schwer, weil wir haben tatsächlich sehr viel versäumt. Es würde uns sehr gut zu Gesicht stehen, sozusagen das Thema Mindset, also uns sozusagen etwas freundlicher und etwas offener diesen Themen zu sein und auch nicht so viel Angst vor Fehlern zu haben, was ja eine sehr deutsche Mentalität ist und etwas, was uns ja auch jahrelang erfolgreich gemacht hat, nicht? Also unsere Produkte wurden jahrelang so lange getestet, bis sie keine Fehler mehr aufgewiesen haben und dann haben wir sie auf den Markt getan. Das hat uns erfolgreich und berühmt gemacht, ist aber im digitalen Zeitalter nicht mehr möglich, weil sich in 3 Jahre Testpilotphase sich das ganze Thema komplett einmal überholt hat. Also das Thema schnell nach vorne gehen und dabei Fehler machen, ist etwas, wo man sich sozusagen gedanklich und vom Herzen her mehr darauf einstellen wird müssen. Ich glaube, ich hoffe immer so in die Zukunft hinein, was die Amerikaner nämlich versäumt haben und damit wir auch alle, weil wir einfach alles übernommen haben, ist das Thema humane Technologie. Also wirklich, das ist jetzt eine Zukunftsvision, ist, wie schaffen wir Technologien, die den Menschen mehr im Vordergrund haben und nicht die Gewinnmaximierung eines einzelnen Unternehmens. Also hier alle Social Media Plattformen sind basieren auf sehr niedere, sehr einfach funktionierende Strukturen unseres Gehirns, unsere Reaktionsmuster und dort Technologien zu erschaffen, die sozusagen den Menschen mehr im Vordergrund stellen und eben auch den Schutz der Privatsphäre, ohne jetzt einen Datenschutz zu haben, der uns zum Schluss überhaupt gar nichts mehr erlaubt. Und ich glaube, dass man da eine Chance hat, zu sagen, warum sind wir nicht diejenigen, die an den Start gehen und sagen, wir können Technologien an den Start bringen, die sozusagen den Datenschutz mehr berücksichtigt und auch den Menschen dahinter mehr berücksichtigt. Und das finde ich eine spannende Nische, wo ich glaube, wir auf jeden Fall eine Chance hätten. Frau zu Guttenberg, wenn man Sie anhört, wenn man Ihr Buch gelesen hat, dann fragt man sich, müssen Sie nicht eigentlich in die Politik gehen und dieses wirklich drängende Thema auch mitbearbeiten, da das ja für Sie sozusagen ein, ja, vielleicht auch ein Lebensthema irgendwo ist? Das ist ein Lebensthema. Aber ich bin ganz gerne Außenseiterin und äußere mich zu den Themen, in denen ich mich auskenne und versuche sozusagen Bewegung in dieses Thema zu bringen, von der ich glaube, dass sie vielleicht einfach schneller geht. Also momentan sehe ich die Politik noch nicht als mein Weg. Ja, aber die Politik braucht Leute, die das Thema verstehen und die auch Aufmerksamkeit für sich schaffen können und dadurch eben auch Dinge einfach umsetzen können. Ja. Und ich behaupte mal, da sind Sie ein Kandidat. Ja, Oder eine das wäre ja Kandidatin, super. Entschuldigung, ich muss da. Das macht nichts, das stört mich nicht. Ja. Also momentan gehe ich meinen Weg, wie ich ihn gehe, und bin ohne einen politischen Weg äußerst zufrieden. Das ist nämlich auch, ich bewundere jeden, der sich politisch engagiert. Das ist ein hartes Brot. Aber ja, also ich glaube momentan, dass meine Rolle als Außenseiterin noch ganz gut zu mir steht. Ja, okay. Dann vielleicht als letzte Frage. Ich erinnere mich, bevor Sie nach Amerika gegangen sind, dass Sie sich sehr für das NGO Innocent in Danger eingesetzt haben. Da geht es um den Kampf gegen Kinderpornografie und sexuellen Kindesmissbrauch. Was ist aus diesem NGO geworden und sind Sie da eigentlich noch aktiv? Ich bin da persönlich nicht mehr aktiv. Es gibt die natürlich noch, die kämpfen immer noch einen harten und
erbitterten Kampf gegen dieses so schwierige Thema. Das ist natürlich auch ein Thema, was mich nie ganz loslassen wird. Da habe ich auch zu viel gesehen und zu viel Erfahrung, was mich unendlich erschreckt ist. Ich habe ja 2010, das war mein erstes Buch, was rausgekommen ist, Schaut nicht weg. Dort sind schon Dinge beschrieben und auch sozusagen in Anführungsstrichen gefordert worden, die sich bis heute nicht verändert haben. Und das finde ich ganz entsetzlich, ehrlich gesagt, weil das Thema Kindesmissbrauch ist nach wie vor an der Tagesordnung. Kinderpornografie ist nicht weniger geworden, sondern ungrad viel mehr. Das Thema Menschenhandel sind alles Themen, denen wir uns natürlich ungern stellen, weil sie so schrecklich sind und vor allem, wenn sie dann in unserem Nahfeld irgendwie auch noch sind, dann hören wir immer mal wieder von irgendwelchen Skandalen, dann sind wir alle entsetzt. Und dann gehen wir irgendwie weiter im Kontext, aber so richtig angeschoben haben wir nichts. Und das finde ich grauenhaft, ganz ehrlich. Und auch das ist ein Armutszeugnis. Aber mit Ihrem Buch, da sind Sie nicht nur kritisch, sondern wie gesagt, diese Vision, die Sie da beschreiben, die ist wirklich lesenswert, wie Ihr ganzes Buch. Und an dieser Stelle, Stefanie zu Gutenberg, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen. Hoffentlich auch ganz bald. Van Hoffen wurde Ihnen präsentiert von der Lejeune Akademie.